Welcome back, Ladies and Gents. Ich bin Daniel Korte und in dem heutigen Video gibt es 6 einfache Tipps für mehr Style. Jeder von uns möchte gut aussehen, sind wir mal ehrlich. Aber die meisten Leute, die denken, dass man für viel Style oder um gut auszusehen, tief in die Tasche greifen muss und sich wirklich teure Designerkleidung kaufen muss. Das muss man aber gar nicht, denn die Kleinigkeiten, auf die kommt es an. Und das sind manchmal nur kleine Tipps und Tricks, die du anwenden musst, um einfach deinen Style auf das nächste Level zu heben. Und genau über diese kleinen Feinheiten spreche ich in diesem Video. Tipp Nummer 1, die 3 Farbregeln. Leute, schreibt euch diese Regel einfach hinter die Ohren. So einfach, so simpel und wirkt so gut. Ich musste damit auch erstmal klarkommen. Ich habe damals auch gedacht so, hey, ist doch scheißegal, kannst doch alles miteinander kombinieren. Nein, Leute, versucht einfach euer Outfit mit nur 3 Farben zu stylen. Zudem ist es auch eigentlich viel einfacher, wenn du halt nur dran denkst, hey, ich habe 3 Farben zur Auswahl, mit mehr Farben darf ich einfach mein Outfit nicht stylen. Warum ist das so? Wenn du halt nur 3 Farben verwendest in deinem Outfit, dann wirkt das Outfit einfach viel ruhiger und viel stimmiger. Wenn du zum Beispiel ein Outfit anhast mit vielen verschiedenen Farben, dann wirkt das Outfit sehr schnell unruhig. Schaut euch an dieser Stelle auch mal diese beiden Beispiele an. Auf der einen Seite das Outfit mit nur 3 Farben und auf der anderen Seite ein Outfit mit mehreren Farben. Da seht ihr ganz einfach, das wirkt einfach viel schlichter und viel harmonischer, wenn man nur 3 Farben verwendet. Diesen Tipp habe ich übrigens aus dem Man's Style Guide. Der Man's Style Guide ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling. Kannst du ganz einfach auf dein Smartphone runterladen und mit dem Gutscheincode DANIELKORTE20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Tipp Nummer 2, kaufe Kleidung passend zu deinen Proportionen. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel keine 1,90 bist, etwas kleiner bist, ja, dann würde ich dir zum Beispiel empfehlen, keine Oversize-Klamotten zu tragen. Also wenn du zum Beispiel, ja, sagen wir mal 1,70 bist und dann Oversize-Kleidung trägst, zum Beispiel ein Oversize-T-Shirt, dann wirkst du wahrscheinlich noch kleiner, als du sowieso schon bist. Oder wenn du zum Beispiel relativ schwere Knochen hast, ja, einfach so ein bisschen korpulenter bist, dann würde ich dir empfehlen, keine Slim-Fit-Klamotten zu tragen. Ja? Dann kauf besser Klamotten, die etwas weiter sind, die deiner Figur einfach ein bisschen schmeicheln. Und außerdem fühlst du dich am Ende des Tages dann auch viel, viel besser in den Klamotten, die deinen Proportionen schmeicheln, als wenn du jetzt zum Beispiel so ein Oversize-T-Shirt anhast, aber 1,50 Meter bist. Ja? Dann siehst du halt aus wie ein Zwerg. Also an dieser Stelle achte darauf, dass die Klamotten, die du kaufst, passend sind zu deinen Proportionen. Nächster Tipp, ganz einfach, ganz simpel und hat ganz viel Wirkung. Das Oberteil einfach in die Hose stecken. So super einfach und das kann wirklich so viel bewirken. Ich meine, am Ende des Tages musst du natürlich auch die Figur dazu haben. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber stell dir zum Beispiel vor, ein ganz einfaches Outfit, Stoffhose und ein Poloshirt. Dann steckst du das Poloshirt einfach in die Hose rein und das sieht um Klassen besser aus, als wenn es zum Beispiel einfach rumbummeln würde. Und somit hast du nicht nur sprichwörtlich, sondern auch im Real Life, im Handumdrehen, einfach mehr Style. Tipp Nummer 4, nutzt Accessoires. Es gibt so viele verschiedene Accessoires und Möglichkeiten, um ein Outfit zu pimpen. Ja, das können zum Beispiel sein, eine ganz einfache Uhr oder zum Beispiel eine Brille oder eine Sonnenbrille oder auch Ringe, Armbänder oder Ketten. Ich meine, man muss es nicht direkt übertreiben, man muss nicht alles wild durcheinander mixen, aber eine einfache Uhr mit einer Sonnenbrille kann euer Outfit wirklich schon richtig krass auf das nächste Level heben. Und meine Empfehlung an dieser Stelle, ich persönlich nutze eher weniger Accessoires, aber dafür hochwertige Accessoires, anstatt ganz viele Accessoires durcheinander zu mixen. Aber am Ende des Tages kannst du das natürlich halten wie ein Handwerker. Meine Empfehlung aber nur, nicht zu viele Accessoires durcheinander mixen. Tipp Nummer 5, setzt Highlights. Was meine ich damit? Wenn ihr zum Beispiel ein sehr, sehr cleanes, schlichtes, schwarzes Outfit anhabt und dazu richtig fancy Sneaker anzieht, dann stechen diese Sneaker richtig krass heraus aus dem Outfit. Und sowas kannst du mit verschiedenen Teilen machen. Das müssen jetzt keine Sneaker sein, das kannst du zum Beispiel auch mit Accessoires machen, wenn du zum Beispiel ein sehr schlichtes Outfit anhast und dann vielleicht eine richtig krasse Sonnenbrille dazu oder eine passende Sonnenbrille zu der Kette oder eine passende Sonnenbrille zur Uhr, wie auch immer. Du kannst auf jeden Fall in deinen Outfits Highlights setzen. Und der Master der Highlights, ja, ist ein Stylist, den kenne ich ganz gut, das ist der Tobi. Tobi, Grüße gehen raus an dich. Der hat immer so richtig krasse Highlights gesetzt in seinen Outfits. Der hat zum Beispiel ein komplett schwarzes Outfit an und dann hat er silberne Badelatschen dazu an. Ja? Und du denkst so, wow. Ja? Und diese, ich müssen jetzt keine silbernen Badelatschen sein, aber was ich einfach nur sagen will ist, du kannst dir verschiedene Pieces raussuchen und dann mit diesen Pieces einfach dein Outfit highlighten.
Und das kann auch ein ganz cleaner, einfacher, schlichter Look sein, der nicht teuer ist, aber dann ein Piece, ja, das highlightet dann das komplette Outfit und das setzt dann deinen kompletten Style auf das nächste Level. Last but not least, Leute, lasst euch einfach inspirieren. Wir leben im 21. Jahrhundert und dort gibt es so viele verschiedenste Seiten und Plattformen, wo man sich inspirieren lassen kann. Nutzt zum Beispiel Pinterest. Scrollt einfach mal ein bisschen durch Pinterest durch und guckt, was euch gefällt. Oder geht auf Instagram, checkt Fashion-Blogger aus oder generelle Fashion-Blogs aus und schaut einfach, was euch gefällt und was ihr für euch übernehmen könnt. Und damit meine ich nicht, dass du eins zu eins einen Style kopierst. Ganz im Gegenteil. Ich meine nur, dass du dich inspirieren lassen sollst und einfach mal mit offenen Augen schauen sollst, was es so gibt und übernimm einfach das, was dir gefällt und was zu deinem Style passt. Und somit kannst du auch ganz easy deinen eigenen Style finden. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Kai Schmöller. Kai, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn du jemanden kennst, der das Video interessant finden würde, dann teil das Video gerne mit ihm. Weitere Videos zum Thema Outfits und Styling findest du hier oben. Meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich sag bis zum nächsten Mal. Hinterlass gerne einen Daumen. Macht gut. Peace out.